Ja, nee, du fährst zu einem Treffen, wo du dich geboxt hättest mit diesem Typen. Hey. Hallo. Hallo. Dann morgen. Ewa, Bismillah. Ja, ich weiß, 80 Jahre habe ich jetzt keine Videos mehr gedreht. Mahlisch, scheiß drauf, ich habe mich auf Schule konzentriert. Alhamdulillah, jetzt haben wir Ferien. Guck mal, genau 12.37 Uhr, 8. Oktober. Ab heute ziehe ich durch mit YouTube. Al-Muhim, ihr seht schon am Titel, um was es heute geht. Ewa Arfa, erstmal boxst du dich mit Tran, dann mit kleinen Kinder. Jetzt will er sich noch mit dem Vater fetzen oder was? Wollt er den irgendwie Champions League entschlagen oder so? Chill mal ein bisschen, hallo. Ich kenne ja so ab und zu so Videos von Arfa, habe ich auch gesehen, wie da so kleinere, schwächere Jungen. Hallo. Zum Beispiel diese Person. Man sieht, deutsche Person, hat nicht viel drauf, ist ruhig. Was haltest du von Yo-Yesin? Yo-Yesin? Ich halt nichts von dem. Ich hab mit dem nichts zu tun. Und keine Ahnung. Ich hab mit Yo-Yesin nichts zu tun, ich halt auch nichts von dem. Ja, natürlich hältst du nichts von mir. Ich mache ihre Videos gegen dich. Sag mal, du sagtest so, boah, ich fahre seine Videos, die er gegen mich macht. Bruder, wenn du nichts von mir hältst, was soll man dann von dir halten? Guck mal, scheiß mal auf alles ganz kurz, ne? Kann sein, dass ich ein bisschen reinscheiße. Aber Bruder, ich würde niemals ein Opa... Kann sein, dass dieser Opa was Falsches gesagt hat. Natürlich. Aber ich würde trotzdem niemals ein Opa... der schwächer ist als ich. Ich weiß, dieser Opa ist schwach, ich bin stärker als der. Warum soll ich den... Zweitens machst du Ansage an 16-Jährige. Ich guck einfach in so ein Video, du willst so ein Deutsch... Chill mal ein bisschen. Drittens, Digga, eine Gruppe von Jungs sucht dich, die wollen dich irgendwie kaputt hauen oder so, weil du dich irgendwie mit falschen Menschen angelegt hast. Dein Kollege wird vor dir gesch***en, du drehst ein Video mit deinem Kollegen, der wird vor dir gesch***en wegen dir und du rennst weg. Da hieß es noch, ja, ich hatte Angst um mein Leben, aber anderen Jungs kannst du Ansage ziehen, so 16-jährige Deutsche oder so, oder ein Opa kannst du Ansagen ziehen. Ja, nee, man kann halt von mir, was man möchte. Kann sein, dass ich manchmal reinscheiße, okay. Ja, nee, Bruder, was vergleichst du da gerade? Verstehst du, was ich meine? Was vergleichst du? Und ich guck seit neuestem einfach, du willst dich mit dem Vater... Entspann dich mal ein bisschen, hallo. Du beefst dich mit einem Vater, Digga. Mit einem türkischen Vater, Digga. Der es schon schwer genug hat im Leben, weil er eine Sohn hat. Du redest mit dem so, als wäre der so in dein Alter, Digga. Aber zu diesen ganzen Sachen kommen wir gleich. Ich habe gerade ganz kurz was anderes vor. Du gehst zu einem YouTube-Video, du wolltest dich da boxen mit jemandem. Keine Ahnung, Sparring oder so wolltest machen. Ich guck, du gibst einfach auf direkt. Ja, nee, erstmal diese dicke Eier zeigen, aber dann nicht diese dicke Eier beweisen, weißt du? Ja, nee, man kritisiert dich im Internet und deswegen findest du eine Person unmoralisch. Entspann dich mal, hallo. Ne, mich juckt das nicht, ob du mich magst oder nicht. Ja, nee, guck mal, scheiß mal ganz kurz auf alles, okay? Bruder, du machst eine Ansage an einem Vater. Safe, okay. Bruder, das muss durch meinen Kopf gerade gehen, ja? Und ich guck, Lejanko ist richtig schlau. Warum machst du diesmal kein Video gegen Arfa? Du schießt ja immer sonst gegen so Ali Hakims und so, die so immer so respektlos zu Älteren sind. Warum machst du dann kein Video gegen Arfa? Ah, stimmt, weil ihr ja Internetfreunde seid. Lejanko macht wieder 1000 Videos über Sandra und diese TikTok-Scheiße. Ich guck, Arfa ist auch jetzt in dieser TikTok-Gruppe. Chantal, Yunus und sowas. Ich sag ja, der ist immer überall dabei. Der ist wie so eine Mücke, Bruder. Der kommt überall rein. Der stecht sich überall durch. Der sagt in einem Video, ja, ich mach 1-2 YouTube-Videos und dann will ich durchstarten mit Musik. Ich hör sowieso jetzt demnächst mit YouTube auf, Bruder. Ich werde jetzt, Walla Bila sogar, ich drehe jetzt, aufhören. Was willst du machen? Ich drehe jetzt 2-3 Videos und dann steige ich ins Musikgeschäft, Bruder. Malik soll er durchziehen, wenn er denkt, dass er rappen kann. Khair inshallah, sehen wir ja bald. Ich drehe jetzt 2-3 Videos und dann steige ich ins Musikgeschäft, Bruder. Guck mal, scheiß mal ganz kurz auf alles, ne? Alpha mit seinen über 20 Jahren, der hat ein Vorstellungsgespräch, mäßig so Bewerbungsgespräch, hat drauf geschissen, damit der ABK sieht. Richtigen Ehrenmann von ABK Army getroffen, der Junge hier. Auf immer, wir sagen dem Bruder, was los, warum so hektik? Er sagt, Bruder, ich hab einfach ein Vorstellungsgespräch, jetzt ich hab meine Bahn verpasst. Oder er scheißt auf sein Vorstellungsgespräch, damit er kommt. ABK Army, Sumo Alko. Und er sagt noch gerade, was hast du gesagt? Hauptsache ABK getroffen. Aber wo ist der Alpha? Kriegst einmal eine Kritik von dem? Auf einmal findest du den unsympathisch oder was? Wo ist der Alpha von früher, der Fanboy? Ich find's halt geil, weil ich Alpha nicht mag. Deswegen finde ich das geil, dass er den gerade so hochnimmt. Wo ist denn der Alpha aus ABK Army, der sein Vorstellungsgespräch abgebrochen hat, damit er 3 Sekunden ABK sieht? Jetzt natürlich findest du ihn unsympathisch. Damals fandest du ABK noch korrekt, jetzt ist er auf einmal unsympathisch, weil er dich ein, zweimal kritisiert hat. Dann 2-3 Videos und dann steig ich ins Musikgeschäft, Bruder. Chill doch, Digga, komm doch einfach mit Kritik klar, was ist los bei dir? Oder du machst Ansagen an 12-jährige Mädchen, einer Ashley, Bruder, der Name sagt schon alles. Du machst eine Ansage an Ashley. Was willst du sagen? Ja, Leute, ich warte jetzt. Ich hab jetzt wie ein Mann geredet, krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Kleiner Pico, alle. Du bist hier 16-jährige Jungs. Kleiner Pico, alle. Und dann steig ich ins Musikgeschäft, Bruder. Ja, nee, ein Alpha hält von mir nichts. Du hältst nichts von mir. Lach, du fährst zum Haus von Burak, wo seine ganze Familie wohnt. Das habe ich damals schon bei anderen YouTubern kritisiert. Wenn du ein Problem mit einem hast, dann klärt man das nicht, indem man zum Haus fährt, wo die ganze Familie wohnt. Digga, was seid ihr für Lutschers? Wen willst du da eine Ansage machen? Willst du Ansage an Oma von Burak machen oder warum fährst du zum Haus? Du siehst ihn doch sowieso immer in Frankfurt. Du bist doch sowieso tagtäglich 24/7 in Frankfurt Straßen unterwegs. Du suchst nach YouTubern, die Videos aufnehmen. Wunder, gib mir 3 Stunden und ich weiß, wo Burak sich aufhält. Lack, wegen einem Internetstreit fährst du zu einem Haus. Willst du eine Familie Ansage machen oder was?
wegen euren scheiß Internetstreit da hinten? Oder du bist einen 16-jährigen Deutschen gegeben? Hallo! Hast ein Opa geklatscht, der besoffen war, der sich nicht wehren konnte? Machst Ansagen an minderjährige Mädchen, die sowieso alle schon im Leben verloren haben, die rumlaufen wie Junkies am Innerräumen? So welche machst du fertig? Jenny, du fährst zu einem Treffen, wo du dich geboxt hättest mit diesem Typen? Ich guck, du brichst einfach ab. Er musste sich nur anziehen. Ja, ja, ja. Stopp! Yeah! Deine Mama! Wo bist du, mein Gottkenner? Amına kodumun ibnesi! Warte kurz, Screenshot! Ich dich, du Penner! Wer ist der Bastard jetzt? Wo bist du, amına kodumun? Guck mal, wie der redet, Digga. Wo ist der Bastard jetzt? Einfach zu einem Vater, Digga. Man kann verstehen, dass der Vater ausrastet. Denkst du, wenn du zu seinem Haus fährst, wo seine ganze Familie wohnt, wo seine Frau wohnt, wo seine Kinder wohnen, dass er dir dann noch Kuchen bringt vor die Haustüre und sagt, ey, danke schön, dass du uns heute besuchst? Oder denkst du, der nimmt dich mit offenen Armen auf, umarmt dich erstmal, begrüßt dich? Jalla, Bruder, komm rein, Alpha. Was dachtest du? Natürlich beleidigt er dich. Jetzt guck mal, achtet mal darauf, bitte. Wo bist du? Kommst du denn hier, Mann? Schreibst du? Kommst du hier, Mann? Hör mich! Du! Hey! Amina Gottum und Kölü! Wo bist du? Der Arme, der hat einen Sohn bekommen, der ein bisschen ist, das belastet sowieso ihn schon selbst. Das belastet ihn selber schon richtig hart. Normal belastet ihn das. Sieht er aus wie ein Freund von LGBT? Nein. Redet er wie ein Freund von LGBT? Nein, redet er nicht. Der hat seine Prinzipien, er hat es schon schwer genug im Leben, weil sein Sohn einfach etwas geworden ist, was er nicht verarbeiten kann. Und Jalla, guck mal bitte, wie Alpha ihn auslacht. Du ein Penner! Ich bin Frankfurt, komm! Du weißt doch, wo der wohnt. Dann fahr doch wieder zurück. Ich schwöre, der Vater hätte dir die Klatsche gegeben. Oder der Vater hätte dich auseinandergenommen. Du sagst, ja, ich bin in Frankfurt. Du warst doch gerade vor der Haustür. Hast doch kurz Livestream gemacht, dies, das. Dachtest, Bruder kommt rein. Jetzt siehst du, Vater kommt rein. Sagt sogar zu dir ein, macht dir eine Ansage und sagt, komm vor Haustür. Kommst du hier, Amina Gottum, gibt das hier. Ich fick deine Mama. Wenn ich dich finde, ich fick dich, du Arschloch. Du gehst nicht, weil du weißt, du kriegst Schläge von dem. Dieser Vater, der wird dich totschlagen, Bruder, der wird dich kaputt schlagen. Der wird diese ganze Schnurren, was er in sich hat, diese ganze Hass, wird er bei dir rauslassen. Aber vor Burak, natürlich, wenn Burak da ist, kannst du da hinfahren, kannst du Ansagen schieben, kannst du vor der Haustür fahren und sowas. Wärst du so männlich, wie du da bewiesen hast, Digga, wärst du zurückgefahren, hättest dich bei dem Vater entschuldigt. Digga, das ist ein erwachsener Mann, vor dem musst du Respekt haben. Gib das hier, und ich deine Mama. Wenn ich dich bin, dann... Das ist einfach... Deine Mutter, Digga. Was ist das für ein Vater aber auch, ne? Stell dir mal vor, dein Vater redet einfach so mit einem anderen Jungen. Stell dir mal vor, wie dein Vater sagt zu einem anderen Jungen, deine Mutter. Mann, krass. Sowas geht auf Internet. Sowas geht im Internet ab. Du bist der Würmisch, eine Penner, du Penner. Geh dich mal lieber schämen, dass dein Sohn schwul ist, Alter. Na, du wolltest dir reden, ich geh mal raus, du Hund. Geh mal raus. Warum kickst du den aus deinem Livestream? Ah, den Vater kannst du direkt kicken, oder was? Aber die anderen kannst du nicht kicken, die du immer fertig machst. Guck mal, wieso schickt er seinen Vater vor, Digga? Hast du keine Jungs oder wo? Warum? Ey, Junge, ey, war Nabila, gell? Ich hab meine Mutter. Digga, Affen hat mal Respekt. Aber dieser Typ, der hat niemanden, Digga. Der hat nicht mal Freunde. Bruder hat nicht mal Freunde, Digga. Der wird von niemandem akzeptiert. Bruder, der akzeptiert sich selber nicht mal. Wie sollen andere Menschen den dann akzeptieren? Ja, nee, Alpha, du warst schon immer für mich ein fragwürdiger Mensch. Sag ich dir ehrlich. Bruder, sag ich dir ehrlich. Ich mag das nicht, ja? Dieser respektlos zu einem Vater sein. Wenn mich ein Vater jetzt beleidigen würde, ich würde chillen. Ich würde lachen. Bruder, dieses Thema nimmt dein Herz sowieso schon auseinander. Wer bist du dann, dass du dann nochmal drauf tretest? Guck mal bitte, wie der hier mit Ashley redet. Hallo, ich wollte dich. Ich hab jetzt wie ein Mann geredet, krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Kleiner Pico, alle. Alpha ist krass, okay. Safi, wir haben verstanden, du bist Mike Tyson. Keiner darf irgendwie respektlos mit dir reden, okay. Dann guck mal jetzt bitte hier, wie der mit diesen 16-jährigen Deutschen redet. Hallo. Hallo. Stabil, Bruder, stabil, stabil. Okay, sorry, Bruder. Aber jetzt guck mal bitte, was er hier sagt, als er fast geschlagen wurde von mehreren Jungs. Wer gibt euch das Recht, mit mehreren Gruppen zu versuchen, jemanden zu schaden? Ich habe eine kleine Schwester, die ist 8 Jahre alt. Die andere ist 12 Jahre alt. Stellt euch mal vor, irgendwas wäre mir jetzt passiert. Da war der aber auf einmal dieser Alpha, der auch an Zukunft denkt. Ja, ich habe Schwester. Ja, ich habe dies. Ja, ich habe eine Mutter. Aber diese ganzen Menschen, die du Ansagen machst, haben die keine Familie oder was? Ja, nee, wenn es um dich geht, Digga, bist du ein Ehrenmann. Aber wenn es um andere geht, Chala, scheiß drauf. Das sind irgendwelche Pisser, die müssen dich respektieren, weil du Alpha bist. Ja, nee, so kriegst du doch keinen Respekt, wenn du minderjährige Menschen fertig machst. Was willst du kriegen, Digga? Du stellst dich einfach peinlich im Internet dar. Ey, bin ich behindert oder seid ihr behindert? Ja, nee, der macht Minderjährige fertig. Minderjährige Mädchen.
Bruder, die kriegen nichts in ihrem Leben gebacken, nichts. Wahrscheinlich auch Familien kaputt und sowas. Ansage macht er an 16-jährige Jungs, die sowieso schwach aussehen. Nee, jetzt nichts gegen den Jungen. Im Gegensatz zu Alpha siehst du echt jung und schwächer aus. So, ja, nee, man sieht das auch auf den ersten Blick. Warum macht Alpha dann eine Ansage an den und redet so, als würde er den gleich sagen wollen? Ich check das nicht. Warum postet man das dann noch auf YouTube? Woher hat man diese Eier dann noch so, das auf YouTube zu posten? Denkt man sich dann nicht, hey, was bin ich für eigentlich für ein Opfer, Digga? Warum mache ich eine Ansage an einen 16-jährigen Jungen? Oder warum mache ich Ansage, oder warum möchte ich so kleinere Mädchen Ich schwöre, ich würde mich scheiße fühlen. Ich würde denken, ey, lösch das mal, Digga, würde ich sagen. Ich würde auch zu diesen Affen, Pumping Monkey oder so sagen, Bruder, schneid's mal raus. Junge, was sollen meine Eltern da von mir denken? Meine Eltern würden mich zu Hause kaputt schlagen, wenn die sehen würden, dass ich Mädchen Ansage mache oder dass ich irgendwelche anderen Jungs kaputt möchte. Ja, nee, und dann dieser Typ schlägt ein Opa, fühlt sich dann noch krass, einen betrunkenen Opa. Savi kann sein, dass der AfD-Wähler war, was ein bisschen gegen Ausländer hatte. Guck mal, wie ihr da steht. Ihr beleidigt seine Frau, ihr sagt irgendwie Post seine Frau und sowas. Der ist da irgendwie besoffen angetrunken. Und sind wir mal ehrlich, wir Kanaken, vor allem die in Frankfurt, Digga, die bauen nur Scheiße. Ganz einfach, Digga, ist einfach so. Ist Fakt. Ich bin selber Marokkan, Bruder, ist einfach so. Ich küsse doch dein Herz, Digga. Du kriegst einen Opa. Du beleidigst jetzt den Vater von Bruder, fährst zu seinem Haus. Wie kann man so eine Person unterstützen in dem, was der da macht? Dieser Typ Burak, der macht mit 23 Jahren seinen Hauptschulabschluss. Ja, nee, der macht mit 23 Jahren seinen Hauptschulabschluss. Versteh, was ich meine, Wallah, nicht böse gemeint, Bruder, aber du bist 23 Jahre, schau mal ein bisschen. Ja, nee, so einen macht die fertig. Man sieht, man merkt doch, der hat irgendwie eine Störung oder so. Ja, nee, normale Menschen machen doch nicht mit 28 Hauptschulabschluss. Ich küsse dein Herz, Digga. Das machen 15-Jährige Hauptschulabschluss. Der ist 28 oder so. Für mich ist das schon krank sein. Der weiß selber nicht, was er mag und er weiß selber nicht, was er ist. Ist ehrlich, Bruder, bin ich dir ehrlich, muss ich nicht lügen. Für mich ist krank. Ja, nee, so eine Person macht die fertig. Zu so einer Familie fährt ihr? Der Vater tut mir sowieso schon leid. Ja, nee, ich würde das schon einsehen als behindertes Kind. Nicht böse gemeint, Bruder, mach was du willst, so ist alles deine Sache, so mach was du möchtest. Aber für mich wärst du beschränkt. Aber nicht böse gemeint, Bruder, du bist trotzdem korrekt. Kämpfst ja irgendwie für Menschenrechte und so. Mit deinem Hauptschuldeutsch. Mach's ja egal, mach's ja deinen Hauptschulabschluss, deswegen dein Deutsch-Hauptschulniveau. Ist ja auch nicht schlimm, alles gut. Ich bin ja auch jetzt, ich muss jetzt nicht auf krass machen. Ich bin auch nicht einser Abiturient, weißt du, was ich meine? Deswegen chill mal ein bisschen. Aber Khair, inshallah, jeder kriegt seine Strafe. Alpha, du weißt, was ich von dir halte. Du sagst irgendwie in deinem Livestream, du hältst nichts von mir. Ja, nee, was soll man von dir halten? Ihr könnt damit rechnen, dass ich jetzt wieder aktiv werde, dass ich jetzt wieder Videos hochladen werde regelmäßig. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, bitte tut mir einen Gefallen. Dann schreibt mal bitte einfach in den Kommentaren Ende. Khalas, mehr nicht. Ohne Hashtag einfach Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Dislike da. Ich will jetzt wieder durchziehen mit Videos. Deswegen motiviert mich mal ein bisschen. Jalla, Jungs. Bruder, ist das noch normal, Digga? Ich hab einfach dickeren Arsch als 90% der Mädchen aus meiner Schule.